Seid gegrüßt da draußen und herzlich willkommen. Hier ist wieder euer Metal-Zwerg. Ja, und mit der Prognose, kleines Vorwort. Ja, der BVB musste international ran. Auch die Eintracht aus Frankfurt musste international zu Hause ran. Der BVB hatte den FC Barcelona zu Gast und die Eintracht hatte die Gunners aus London, Arsenal London zu Hause. Doch dazu gleich mehr. Jetzt geht's los. Seid gegrüßt da draußen und herzlich willkommen. Hier ist wieder euer Metal-Zwerg. Ja, mit der Prognose zum fünften Spieltag, dem Topspiel am Sonntag um 18 Uhr im Waldstadion Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund. Ja, beide mussten in der Woche international ran. Im Waldstadion musste die Eintracht gegen die Gunners aus London ran und hat dort leider 3 zu 0 verloren. Der BVB hatte den FC Barcelona im Westfalenstadion zu Gast und hat besser als erwartet gegen Barcelona gespielt, hat sie zeitweise sogar wirklich baff gemacht, aber konnte sich nicht belohnen. Es ging leider nur 0-0 aus. Torchancen am laufenden Band, aber sie wurden leider nicht genutzt. Ja, jetzt natürlich zum fünften Spieltag. Der BVB will oben dran bleiben und die Eintracht will auch mitspielen. Sind wir mal gespannt. Der BVB ist ja nur ein Punkt hinter der Tabellenspitze. Ja, hier jetzt die Aufstellung von Eintracht Frankfurt. Trapp im Tor, dann Hinteregger, Hasebe, Abraham. Davor Costa, Fernandes und Da Costa, davor dann Kamada und im Sturm zwei Neuzugänge, Bastos und Silva. Ich bin gespannt, Bastos kennen wir ja schon aus der Bundesliga, ist ja jetzt wieder zurück in der Liga, war ja mal in Portugal unterwegs. Ja, ich bin gespannt, wie es wird. Der BVB muss hier auf jeden Fall punkten. Im Tor haben wir jetzt Bürki, davor dann Guerrero, Hummels, Akanji und Piszczek. Ja, Guerrero immer noch für den Verletzten Nico Schulz in der Verteidigung. Davor dann Axel Witzel und Thomas Delaney, dann Sancho, Marco Reus und Julian Brandt. Und davor natürlich Paco und ihr seht es auf der Bank, wieder Götze. Ich hoffe, er darf mal bald wieder spielen. Ist ein guter Junge. Würde mich viel freuen, wenn er hier mal ran darf. Ja, wir haben im Hintergrund noch ein schönes Lied der Eintracht im Herzen von Europa. Schon mehrfach live gehört. Hört sich wirklich schön im Stadion an. Ja, da ist der Ball und dann würde ich sagen, geht es jetzt auch mit dem Anpfiff los. Die Eintracht hat den Anstoß. Und die Eintracht aber auch sehr offensiv hinten in der Verteidigung. Nur drei Spieler. Jetzt hier der lange Ball auf Paco, aber der kommt nicht an. Kein Problem für Kevin Trapp. Der haut jetzt den Ball nach vorne. Die Eintracht macht das gut. Hohes Pressing, aber auch zeitgleich gut defensiv. Jetzt Delaney, ja, der kann sich dann nicht durchsetzen, holt aber den Einwurf raus. Lukas Piszczek, Delaney, der BVB versucht es jetzt mal hier über rechts, aber Marco bleibt da noch stehen und Julian Brandt versucht es mit der Flanke, aber die geht leider daneben. Wieder ein Einwurf, der kommt auch bei Paco an, jetzt Julian Brandt, da muss nochmal zurück auf Lukas Piszczek, die Eintracht macht das da wirklich eng, jetzt Alcacer auf Reus, der versucht es aus der Drehung und da rettet der Pfosten für Kevin Trapp. Der Ball war sehr schwer für Marco Reus, da noch aus der Drehung. Und Trapp, zwar noch rechtzeitig unten, aber der rutscht ihn durch und geht an den Pfosten. Sehr gefährlich, die Situation. Jetzt Sancho, Axel Witzel, Delaney. Da ist Brandt, ah, der muss nochmal abstoppen. Jetzt Delaney, ah, wollte da auf Julian Brandt legen, aber zu schwach. Da hat die Eintracht wirklich aufgepasst. Jetzt ein langer Einwurf auf Akanji. Hier auf Reus, Thomas Delaney, Brandt wieder, Thomas Delaney und der Durchstecker auf Paco, aber der kommt leider nicht an. Das macht die Abwehr der Eintracht da wirklich gut. Jetzt Bastos, Silva, aber verliert jetzt hier gegen Manuel Akanji den Ball. Delaney, der BVB erstmal wieder hinten rum, versucht es jetzt über links.
Sancho konnte auch den Ball nicht annehmen. Stand da am Abseits, deswegen hat Delaney nicht gepasst. Aber jetzt passt es hier, die Flanke. Aber leider auch zu ungenau. Und Thomas Delaney kämpft sich wieder zurück an den Ball. Wieder über links, Brandt, Delaney. Viele Doppelpassstaffetten jetzt hier. Der BVB versucht sich da gut durchzukombinieren, schafft es aber nicht. Das macht die Eintracht da wirklich gut. Jetzt mit der doppelten Viererkette hier. Und Axel Witzel ist jetzt mal frei, schließt ab. Aber der Ball geht am linken Außenpfosten vorbei. Er ärgert sich. Gute Vorlage da von Paco, dann der Abschluss. Ja, ihr seht, er ärgert sich hier zurecht. Ja, bis jetzt machen beide Teams ein gutes Spiel. Sehr offensiv gut, defensiv gut. Chancen werden bloß leider von beiden nicht ausgenutzt. Und Kevin Trapp lässt sich hier etwas Zeit. Und der Ball kommt an. Aber der BVB auch direkt wieder im Ballbesitz. Jetzt mal Sancho. Guerrero auf Alcázar. Diesmal ist Alcázar schnell genug. Ball kommt ran. Die Flanke war aber zu ungenau jetzt. Und jetzt wieder Eintracht. Kamada kann sich da aber nicht gegen Axel Witzel durchsetzen. Und der Fehler aus der Drehung. Jetzt wird es mal gefährlich, aber Roman Bürki kann den Ball auch ohne Probleme aufnehmen. Der BVB versucht es hier schnell mit Kombinationen zu machen, aber da schleichen sie Fehler ein. Man sieht es dann, Paco. Der Ball wieder weg. Da Costa jetzt auf Kamada, der mal frei ist, komplett rechts. Warte noch, die Flanke. Akanji geht vorbei und da rettet die Querlatte für Roman Bürki. Jetzt könnte es aber mal schnell gehen beim BVB. Kontersituation. Ah, und Reus. Ah, der verliert da jetzt den Ball. So, jetzt geht es wieder hier hin und her. Eine sehr schnelle Drangphase von beiden Teams. Und jetzt ist mal Marco Reus frei. Paco ist frei, aber der muss abstoppen. Wieder Marco Reus. Paco jetzt mit dem Schuss und macht hier in der 26. Minute das 1:0 für den BVB. Eine sehr hitzige Phase war es gerade in der Partie. Es ging hin und her für Eintracht und für den BVB. Und dann konnte sich Marco Reus gut freistellen. Ihr seht hier, Paco steht frei. Stoppt nochmal ab auf Reus. Dann nimmt Paco ihn an und versenkt das Ding oben links in den Winkel. Kevin Trapp stand hier sehr gut, aber Paco hat da auch perfekt den Winkel getroffen. Dadurch war es unhaltbar für Kevin Trapp gewesen und somit steht es in der 26. Minute 1:0 für den BVB durch Paco Alcázar. Aber ich denke mal, davon wird die Eintracht sich mit ihrer Leidenschaft nicht beeindrucken lassen. Die werden hier kämpfen und versuchen zurückzukommen. Ihr seht es direkt, der Ball nach vorne, nicht hintenrum. Erst das Spiel aufbauen, direkt nach vorne Vollgas. Manuel Kanji hat hier wirklich gut aufgepasst. Jetzt Axel Witzel auf Sancho. Und das war gut gedacht, aber auch wieder der Verlust im Aufbauspiel. Und auch bei der Eintracht wieder. Das geht hier hin und her. Jetzt Marco Reus. Ah, verliert den Ball. Astos. Kostik. Ah, jetzt hat Manuel Kanji aufgepasst. Der BVB jetzt etwas hintenrum. Rafael Guerrero mit dem Fehler gegen Kamada. Der kann sich den Ball sichern. Da Costa. Kann der sich da gegen Marco Reus durchsetzen? Na, der Pass auf Kamada. Und das war dann doch wieder zu viel gewesen. Jetzt mal die Kontermöglichkeit für den BVB. Und Brandt. Ah, da wollte er rüberlegen auf Paco. Aber Paco war nicht schnell genug. Und jetzt wieder die Kontermöglichkeit für die Eintracht. Und da kann sich Silva nicht gegen Rafael Guerrero durchsetzen. Reus jetzt auf Brandt, der mal rechts völlig frei ist gegen Hinteregger. Wird jetzt aber von zwei Eintracht-Spielern da gestellt und muss abstoppen auf Delaney. Jetzt Reus auf Axel Witzel und wieder die Eintracht dazwischen. Sie geben hier nicht auf, sie kämpfen. So kennt man die Eintracht. Jetzt Bastos, da Costa. Ja, versuchen da sich gegen Axel Witzel durchzusetzen. Kommen auch durch Kamada. Ah, aber da hat Rafael Guerrero gut aufgepasst. Jetzt Reus auf Sancho. Und der BVB versucht es mal wieder schnell über die linke Seite.
Ja, da muss Sancho auch weiterpassen, weil Da Costa, der ist ziemlich schnell auf der Seite. Jetzt Rafael Guerrero zurück auf Sancho. Reus wartet nochmal auf Thomas Delaney. Die Eintracht jetzt wieder mit der Viererkette und macht das auch wirklich gut dicht dort. Und da kann sich Rafael Guerrero nicht durchsetzen gegen Da Costa. Und Axel Witzel nimmt aber den Ball dankend an. Jetzt die lange Flanke auf Brand, aber wieder einfach dazwischen. Der BVB drückt, aber die Eintracht hält die Räume dazu. Jetzt Thomas Delaney, Reus, Brandt. Jetzt wird es nochmal hier brandgefährlich. Aber die Eintracht klärt das jetzt. Einwurf für den BVB. Ich denke mal, da wird nicht mehr allzu viel vor der Halbzeitpause passieren. Jetzt Alcázar nochmal auf Delaney. Axel Witzel, Reus. Und Brandt. Aber nein, nicht das 2:0. Da war anscheinend eine Abseitsposition. Das sah auch danach aus, dass Brandt da zwar im passiven Abseits war, aber da er das Bein gehoben hat, wurde es aktiv. Er geht zum Ball aktiv. Und dann ist klar, Abseits, wir sehen es hier auch. Alles in Ordnung. Da brauchen wir nicht mal einen gewissen Keller in einer Stadt in Deutschland, um das zu erkennen. Und da ist auch erstmal der Schlusspfiff zur ersten Halbzeit. Ja, mit diesem 1:0 geht es für mich erstmal in die Halbzeitpause. Und pünktlich mit dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit bin ich natürlich zurück. Ja, der BVB gleich direkt hier mal mit Druck und es gab den ersten Wechsel. Axel Witzel ist vom Platz gegangen und neu dafür Mohamed Darut auf dem Platz. Und der BVB hier auch direkt mal druckvoll, aber Eintracht kann da gegenhalten. Macht die Räume gut eng, das Alcázar. Jadon Sancho ist hier durch. Da hebt die 13 den Arm. War das wieder eine Abseitsposition? Doch kein 2:0 für den BVB. Wir sehen es, Alcázar steckt durch. Ja, vielleicht ein Mühe zu weit. Da hat der Linienrichter wohl ein biomechanisches Auge. Der hat wohl eine eingebaute Abseitslinie, deswegen sieht er das aus der Entfernung. Oh, hier der Fehler, aber er wurde wieder ausgebügelt. So jetzt. Und wieder der Fehler. Akanji, Rafael Guerrero, Dahoud, Reus auf Sancho, Paco, Reus. Die Eintracht macht das hier wirklich gut mit ihrer Dreier- und die Viererkette davor und ist jetzt auch erfolgreich. Bastos. Aber jetzt hier der Fehler. Sancho passt auf. Paco steckt durch für Brandt, aber leider nicht geglückt. Jetzt der Konter bei der Eintracht. Die Eintracht Silva. Bastos, aber der Ball geht ordentlich weit daneben. Da sollte Bastos doch, glaube ich, mal einen Schluck Zierwasser trinken. Das war mehr als weit daneben. Der Ball ging nicht mehr aufs Tor. Jetzt Sancho, ja, der kann sich da nicht durchsetzen. Kamada kommt da jetzt an den Ball. Stoppt nochmal ab. Fernandes. Da Costa. Aber Hummels ist da. Und Sancho, der kommt jetzt an den Ball. Jetzt kann Guerrero mal durchgehen. Aber sie vergeigen es. Spielen es nicht gut aus. Da schmeißt sich zwar nochmal Reus dazwischen, aber das gibt nur Einwurf. Und wir sehen den nächsten Wechsel bei Eintracht. Kamada geht runter und Standera kommt bei Eintracht neu auf den Platz. Und wir sehen, Rafael Guerrero geht runter beim BVB. Und Zagadou neu auf den Platz. Jetzt die Eintracht hier mal direkt nach dem Wechsel mit dem Konter. Der BVB noch gar nicht wieder wach, da immer noch beim Wechsel und Hummels kommt nicht ran, aber Roman Bürki kann hier den Ball klären. Bringt wieder Ruhe ins Spiel rein. Ja, Paco kam noch gut am Kopfball, aber das ging wieder direkt in die Beine eines Eintracht-Spielers und direkt Postwend wieder zum BVB, dank der Hut. Jetzt Julian Brandt. Versucht sich gegen Hinteregger durchzusetzen, kommt aber nicht durch. Delaney wartet noch, kann sich jetzt durchsetzen. Reus, Brandt, Reus wieder. Und da ist Alcázar, kommt er ran. Ja, die Flanke, aber die war zu schwach. Kein Problem für die Eintrachtabwehr.
Die klären das. Jetzt stehen der verliert hier gegen Dahoud den Ball. Und Jadon Sancho stoppt nochmal ab. Flanke auf Julian Brandt, aber der kommt nicht ran. Der war da jetzt zu lang, der Ball. Und der nächste Wechsel. Die 6 für die 14. Show geht runter. Bei der Eintracht. Und ihr seht da unten einen anderen Wechsel noch. Götze neu auf dem Platz. Und Alcázar geht runter. Freut mich, dass Mario Götze wieder da ist. Und ja, noch zu sagen, De Guzman jetzt neu auf dem Platz bei der Eintracht. Also Mario Götze ist jetzt wieder auf dem Platz. Und Dahoud auf Götze, jetzt wieder auf Julian Brandt. Er bleibt erstmal dran. Stoppt nochmal ab. Flanke zu Götze. Der dreht sich und macht hier das 2:0 in der 68. kurz nach seiner Einwechslung. Das läuft doch wirklich perfekt. Nach langer Zeit Mario Götze zurück auf den Platz. Dann noch aus der Drehung nach dem klasse Pass von Julian Brandt. Ihr seht's. Stoppt ab. Der Pass, Götze aus der Drehung und Trapp ist da wirklich völlig überrascht von. Ach, war ganz knapp mit dem Fuß, vielleicht ein Müh zu spät dran. Und somit steht es jetzt hier in der 68. 2:0 dank Mario Götze. Ja, die Eintracht jetzt 2:0 hinten. Wie wird sie drauf reagieren? Jetzt Fernandes, Silva, Da Costa. Die Eintracht lässt sich hier anscheinend wirklich nicht beeindrucken. Die gehen direkt mit nach vorne. Die Flanke von Da Costa, aber wieder ein Kopf. Das BVB ist dazwischen und hier wird es mal ganz knapp. Dank der Nummer 12. Es ging da ganz knapp vorbei. Also die Eintracht zeigt hier, ey, wir sind zwar 2:0 hinten, aber sagen sich, wir scheißen drauf, wir spielen weiter nach vorne und lassen den Kopf nicht hängen. Jetzt hier wieder die Eintracht, Stendera, Costa, Fernandes. Jetzt Bastos mit der Hereingabe, aber Roman Bürki faustet raus, die Guzman jetzt auch wieder direkt dran. Jetzt drängt hier die Eintracht richtig und da schmeißt sich Julian Brandt in den Schuss von Kostic. Sonst wäre diese Flanke gefährlich geworden. Und Einwurf auch für die Eintracht. Bastos. Flanke auf Da Costa, aber da war jetzt wieder der Akanji dazwischen. Jetzt auch hier die Eintracht, sie drückt, sie will hier den Anschlusstreffer machen und jetzt der Fehler, Zagadou. Geht jetzt da über links. Reus. Sancho muss nochmal rüber zu Thomas Delaney. Jetzt kommt da Julian Brandt noch vor Kostic ran. Jetzt wird's eng und der schmeißt sich dazwischen. Alles in Ordnung hier. Ball gespielt. Einwurf für den BVB. Langer Einwurf, aber direkt wieder in die Beine der Eintracht. Die Eintracht jetzt nach vorne. Das ist jetzt mal eine sehr starke Druckphase hier von Eintracht Frankfurt. Und der Ball abgefälscht, aber glücklich. Abraham kommt da noch ran. Fernandes jetzt auf De Guzman. Der mit dem Langball nach vorne. Aber der BVB wieder dazwischen. Und jetzt Stendera hier mit der Flanke. Da wäre es vielleicht besser gewesen, drauf zu schießen. Silva will ablegen. Aber das war jetzt wieder ein Fehler. Das hat die Eintracht nicht gut rausgespielt. Stark bis vom 16er gekommen und dann schlecht zu Ende gespielt. Glück wirklich in der Situation für den BVB. Jetzt Sancho. Warte noch. Götze. Und das selber jetzt die Eintracht wieder nach vorne. Sie drücken jetzt hier. Sie merken, die Zeit läuft ihnen davon, aber sie wollen hier wirklich noch den Anschlusstreffer machen. Kann die Lenny nicht mehr mithalten und wieder Roman Bürki faustet den Ball nur raus. Und da hat jetzt Götze aufgepasst. Reus, Julian Brandt wieder auf Götze. Und jetzt hier der Ballverlust, aber Reus bleibt weiter dran. Jetzt Julian Brandt kommt er vor Hinteregger ran, ja, muss aber abdrehen. Jetzt Thomas Delaney, Götze, jetzt geht es hier wirklich nochmal hin und her und Julian Brandt kommt jetzt daran, will flanken, aber da hat Kostic aufgepasst und es gibt den Eckball, nein, nur Einwurf und der nächste Wechsel. Bastos geht runter und wer kommt da jetzt neu auf den Platz? Ach, die Dortmund-Fans sollen immer noch nicht so früh hier Sieg schreien, das kann man schnell
Pansencia ist jetzt neu auf dem Platz. Und hier der Fehler. Dahoud bleibt dran, ne? Aber verliert jetzt den Ball gegen Fernandes. Silva muss abdrehen. Die Guzmán wieder Silva. Fernandes. Ah, gut gedacht. Aber da passt die Abwehr des BVB gut mit auf. 3 Minuten gibt es hier oben drauf. Pisscheck. Götze. Und Brandt, ja, der kam da nicht mehr ran. Jetzt geht es hier wirklich nochmal hin und her. Und da war Zagadou dazwischen. Ach, die Eintracht spielt noch hinten rum, aber auch ja, leider nicht mehr gut genug, dass der Schluss wird. Ja, der BVB kennt sich hier am 5. Spieltag im Topspiel am Sonntagabend um 18 Uhr 2:0 im Waldstadion gegen die Eintracht vom Main durchsetzen. Ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da, Kritik und Anregungen ab in die Kommentare, natürlich auch abonnieren drücken und auf die Glocke, dann verpasst ihr nichts mehr, auch auf Twitter ein Follow da lassen, dann kriegt ihr immer die neuesten News. Bis dahin, ciao, euer Metal-Zwerg.